Willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu der nächsten Folge für Trainsim World 4. Wie gesagt, ich bin hier ein Neuling in dem Spiel. Ich hoffe, dass ich jetzt alles einschalte und nichts vergesse. Damit wir dann auch gleich pünktlich losfahren können. So, müsste eigentlich jetzt alles gewesen sein. So, Fahrgäste brauchen wir keine reinlassen. Gucken wir mal draußen. Ja, da stehen die Kollegen rum. So. Betriebsgelände ist noch nicht viel los, ist noch zu früh am Morgen. So, wenn ihr weiter mich unterstützen wollt, dann lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Einen Daumen hoch. Und wenn ihr weiter sehen möchtet, was ich für ein Blödsinn hier mache, gerne auch ein Abo. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt, also ich habe eine Folge gedreht schon, vielleicht 3-4 Stunden. Und habe es mal angespielt, aber mit dem die Zweier-Version, wo es dann doch alles ein bisschen anders aussah. Und ich gucke mal, dass ich in der nächsten Zeit mich bessere und das Spiel auch besser dann ist. So, dann lasst mal gucken. Irgendwas stimmt jetzt hier noch nicht. Ne, ich will ja vorwärts. So. Also keinen Schalter vergessen. Nicht zu schnell fahren. Es könnte sein, dass es noch ab und zu ruckelt. Da müsst ihr euch jetzt bitte nicht drüber beschweren in den Kommentaren. Ich bin es noch am Einstellen. Ich habe auch eine andere Grafikkarte drin, also muss ich auch erstmal ein bisschen experimentieren, wie es am besten jetzt funktioniert mit den Einstellungen. Aber wie gesagt, das wird wohl in den nächsten Folgen dann etwas besser werden. Und lasst uns jetzt mal dann den Zug zum Bregenz Hafen bringen. So, wie gesagt, am Bahngelände morgens um 6.14 Uhr ist noch nicht viel los. Wir sind dann wohl der erste Pendlerzug, der jetzt da eingesetzt wird. Wir fahren da jetzt leer hin. Es sind noch 5 Kilometer. Es wird eine sehr kurze Folge, aber es macht ja nur auch nichts. Wir können uns ja dann immer noch steigern. So, das nächste Signal ist noch auf grün. Ah, nicht ganz so schnell fahren. So, seht ihr, da war wieder ein Ruckler drin. So, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Aber sonst finde ich das Spiel gar nicht mal so, wie soll ich es jetzt ausdrücken, schlecht. Von der Grafik ist es schön. Und ich werde da wohl einige Folgen mitdrehen. Lassen wir mal die Bilder auf uns wirken. So, das Signal ist grün. Das nächste ist auch grün, was dann kommt.
Dann können wir auch 120 fahren. Aber wir haben ja keine Zeit, wann wir am Hafen ankommen müssen. Nein, haben wir nicht. Nein, alles gut. So. Ui, jetzt kommt danach ein rotes Signal. Schon mal ein bisschen langsamer werden. Ich möchte es nicht überfahren und aus dem Spiel werden wir ja nicht rausgeschmissen, aber dann ist ja diese Mission sozusagen gescheitert. Vielleicht schaltet es ja auch, bis wir da sind, auf grün um. Aber schon mal ein bisschen bremsen. Da ist das Signal. Können hier noch ein Stückchen vorfahren. Schauen wir mal, wie lange es braucht, bis es auf grün schaltet. Ach, da ist es schon grün. Okay, dann geht's weiter. Na, 1,6 Kilometer haben wir noch. So, wenn das dann gleich erreicht ist, ist das Spiel sowieso wieder zu Ende, dann ist auch die Folge zu Ende. Ich verabschiede mich dann schon mal, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst, euer Donny und genießt noch die restliche Fahrt. Upsa.